Mein Name ist David Hilwer und ich begleite die Lehrlinge vom Vorstellungsgespräch über die gesamte Lehrzeit bis hin zur Lehrabschlussprüfung. Mein Name ist Barbara Eck. Ich stehe den Lehrlingen als Vertrauensperson und Mentorin zur Verfügung. Die IKB ist eine Expertin für innovative Energieversorgung und Kommunalwirtschaft. Verlässlichkeit steht im Zentrum unseres Servicegeschäfts und das zeichnet die IKB als Ausbildner und als Arbeitgeber aus. Die Ausbildung der Elektrotechnikerinnen und Metalltechnikerinnen startet im ersten Lehrjahr in der Lehrwerkstatt und dort stehen den Lehrlingen modernste Geräte, Maschinen und Arbeitsmittel zur Verfügung. Der Kernpunkt bei der Ausbildung ist die Jobrotation. Alle Lehrlinge wechseln regelmäßig den Bereich, wo sie tätig sein. Das bringt zum einen mit sich, dass sie den Betrieb als Gesamtes kennenlernen und sie können auch noch ihre eigenen Interessensgebiete besser kennenlernen. Ab dem zweiten Lehrjahr bietet unser Lehrreich, das ist unser Outdoor-Trainingsgelände, die Möglichkeit, Baustellensituationen und Tätigkeiten aus dem Arbeitsalltag gefahrlos zu üben und zu simulieren und so das theoretische Wissen auch gleich praktisch umzusetzen. Ab dem dritten Lehrjahr und mit Vollendung vom 18. Lebensjahr sind die Lehrlinge auch beim Ausbau von Trafostationen, wo es auch um Hochspannung geht, mit dabei. Wir legen in der Ausbildung sehr viel Wert auf Persönlichkeitsentwicklung zu den fachlichen Kompetenzen dazu. Da bieten wir ein eigenes Aus- und Weiterbildungsprogramm. Hervorragende Leistungen werden bei der IKB honoriert. Es gibt da beispielsweise die Bezahlung des Führerscheins B oder finanzielle Prämien für besondere Leistungen in der Berufsschule, in der Ausbildung und bei Lehrlingswettbewerben. Dieses breite Spektrum an Aufgabengebieten ermöglicht eine vielseitige und spannende Ausbildung in allen Lehrberufen. Mit der Lehre bei der IKB steht man mitten im Leben. Energie, digitale Vernetzung, Wasser und Abwasser sind Zukunftsthemen. Als Mitarbeiter und Lehrling hat man so auch die Möglichkeit, ein kleines Puzzleteil am Gelingen der Energiewende zu sein.